Hallo zusammen, ich bin Norbi Barbos, CTO von SolarKit Hungary. Heute möchte ich euch durch den Prozess der Inbetriebnahme eines Solax-Wechselrichters führen. Um loszulegen, benötigt ihr die Solax Cloud App, für die wir ein Konto für euch erstellen können, ein Installateurprofil. Danach könnt ihr, wie bei Huawei oder anderen Herstellern, eure eigenen zusätzlichen Kunden oder Installateure zu diesem Konto hinzufügen. Sobald ihr in der App seid, könnt ihr den Wechselrichter in Betrieb nehmen, müsst ihr euch zunächst abmelden und dann oben rechts auf lokale Verbindung klicken. Hier müsst ihr, ähnlich wie bei anderen Einrichtungen, den QR-Code auf der Antenne scannen. Meldet euch dann mit euren Anmeldedaten beim internen Wi-Fi-Netzwerk des Wechselrichters an. Sobald ihr eingeloggt seid, habt ihr sofortigen Zugriff auf den aktuellen Status, der die wichtigsten Kennzahlen wie Stromerzeugung und Energieverteilung anzeigt. Wenn ihr Batterien installiert hattet, könnt ihr außerdem deren Ladezustand und andere relevante Informationen überwachen. In der oberen rechten Ecke ist ein kleines Zahnradsymbol. Klickt darauf, um zu den Einstellungen zu gelangen. Dort findet ihr die Option System ein/aus, um es zu steuern. Behaltet diese Einstellung bis zum Ende bei. In den Einstellungen für den Arbeitsmodus könnt ihr wählen, wie ihr das System nutzen möchtet. Für den Eigengebrauch, vorrangig für die Einspeisung oder vielleicht nur als Backup. Im Backup-Modus versorgt der Wechselrichter die wichtigsten Verbraucher bei Stromausfällen mit Strom. Und genau das wollen wir erreichen. Hier können wir den Einstellungsmodus sehen. Es wird nach einem Passwort gefragt, das das Werkspasswort ist, das 2014 lautet. Sobald ihr diese eingegeben habt, könnt ihr auf alle Einstellungen des Wechselrichters zugreifen. Hier gibt es zwei Menüpunkte, die Grundeinstellungen und die erweiterten Einstellungen. Unter den Grundeinstellungen findet ihr ganz grundlegende Dinge, wie Uhrzeit, Sprache und so weiter. Einige von euch haben nach der EPS-Stummschaltung gefragt. Dies ist nur eine zusätzliche Funktion, die alle 3 Sekunden einen Piepton abgibt, wenn der Akku erkannt wird. Wenn ihr den Ton als störend empfindet, könnt ihr ihn getrost ausschalten. Er zeigt keinen Fehler an. Ihr könnt den Betrieb verschiedener Modi konfigurieren, sans B die Selbstnutzung, die festlegt, wie lange der Akku entladen und wie stark er aufgeladen werden soll und so weiter. Nachdem wir uns die Optionen in den Grundeinstellungen angesehen haben, kommen wir nun zu den erweiterten Einstellungen. So findet ihr in den erweiterten Einstellungen Funktionen, die eine detailliertere Parametrierung des Wechselrichters ermöglichen. Wenn wir fortfahren, sehen wir unter Sicherheit den Netzcode, den wir ebenfalls auswählen können. Ebenso können wir bei den Netzspannungsparametern die Netzschutzstufen konfigurieren, indem wir die Spannungsschwellen, bei denen geregelt wird, und die Dauer dieser Zeiträume, in denen die Regelstufe überwacht wird, angeben. In diesem Abschnitt könnt ihr die Einstellungen für die Batterie anpassen, einschließlich Lade- und Entladebegrenzungen sowie Überwachung des Ladezustands. Eine empfohlene Konfiguration besteht darin, die Obergrenze auf etwa 95% und die Untergrenze auf etwa 5% zu setzen, um eine optimale Nutzung und Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Batteriekapazität zu erhalten und ihre Lebensdauer zu verlängern, was langfristig von Vorteil ist. Dies ist für uns aufgrund des Rückleistungsflusses von entscheidender Bedeutung. Hier müssen wir 0 eingeben, was anzeigt, dass sich das System im Rückleistungsmodus befindet, wodurch sichergestellt wird, dass kein Strom in das Netz exportiert wird. Wenn wir ganz nach unten scrollen, finden wir einen Abschnitt namens GridBS. Hier können wir zwischen dem Wechselrichter und dem Netz wählen. In Systemen mit Rückspeisung ist es ratsam, den Wechselrichter zu wählen. Das bedeutet, dass versucht wird, Energie entweder vom Wechselrichter oder vom Netz zu beziehen, wenn die eigene Produktion nicht ausreicht. Ihr müsst also in diesem Fall den Wechselrichter auswählen und wenn ihr diese beiden Optionen eingestellt habt, dann, ich habe noch einen weiteren wichtigen Aspekt vergessen, nämlich die Funktion der Phasenunsymmetrie, mit der der Strom auch asymmetrisch ins Netz zurückgeführt werden kann, obwohl diese Funktion in der Regel standardmäßig deaktiviert ist. Wenn ihr sie auch so einfach installiert und aktiviert, wird der Strom symmetrisch erzeugt. Daher müsst ihr die Funktion phasenunsymmetrisch aktivieren, um eine asymmetrische Rückspeisung zu ermöglichen. Sobald ihr diese 3 Funktionen konfiguriert habt, ist euer Netzeinspeisesystem im Wesentlichen fertig. Denn ihr habt ja bereits die Schlösser installiert, der Wechselrichter ist betriebsbereit und der Gleichstrom ist angeschlossen. Das ist im Wesentlichen das Wesen der Netzeinspeisung. Wir speisen keinen Strom mehr in das Netz zurück. Welche anderen Einstellungen gibt es hier?
Im Wesentlichen können wir, ähnlich wie bei den anderen, ein neues Passwort festlegen und es zurücksetzen. Wir können die Batterieeinstellungen flexibel anpassen, vor allem wenn mehrere Batterien parallel geschaltet sind, wie in diesem Szenario gezeigt. In solchen Konstellationen gibt es in der Regel eine Master- und eine oder mehrere Slave-Batterien. Die Master-Batterie verfügt über einen kleinen DIP-Schalter an der Oberseite, mit dem wir die Anzahl der angeschlossenen Slave-Batterien angeben können. In unserem Fall, mit nur einer Slave-Batterie, stellen wir den DIP-Schalter einfach auf Position 1. Von diesem Zeitpunkt an behandelt das System alle angeschlossenen Slave-Batterien einheitlich. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, wie ihr den Wechselrichter für den Kunden zugänglich machen könnt. Dazu müsst ihr eine Überwachung des Systems über Wi-Fi einrichten. Dazu müsst ihr ein weiteres Menü in der Anwendung öffnen. Zunächst müsst ihr euch von der Stelle, an der ihr euch gerade in der Wechselrichteroberfläche befindet, abmelden. Meldet euch dann mit eurem eigenen Konto an, das wir für euch erstellt haben. In der oberen linken Ecke befinden sich drei Punkte. Klickt darauf und wählt dann Wi-Fi Connection. Es wird sofort das gleiche Quadrat mit dem QR-Code-Scanner angezeigt, das wir zu Beginn der Einrichtung des Wechselrichters gesehen haben. Scannt den QR-Code auf der Antenne unter dem Wechselrichter ein. Es ist wichtig zu beachten, dass ihr den QR-Code auf der Antenne scannen solltet, nicht den auf dem Wechselrichter. Nachdem ihr auf Weiter gedrückt habt, führt euch das System durch die Auswahl aus der Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke. Prüft nun, wie unser Passwort lautete. Verbindet euer Telefon mit dem lokalen Wi-Fi-Netzwerk und geht nach der Verbindung zurück zur Anwendung. Es wählt das Wi-Fi-Netzwerk aus und ihr müsst das angegebene Passwort eingeben, um eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen. Fahren wir nun mit der Verbindung zum Wi-Fi fort. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es sich nur mit Netzwerken verbinden kann, die mit einer Frequenz von 2,4 GHz arbeiten. 5 GHz Netzwerke werden nicht erkannt. SOLAX hat eine neue Funktion, die dabei helfen wird, aber in der Zwischenzeit scheint die Verbindung erfolgreich hergestellt worden zu sein. Deshalb hat SOLAX eine großartige Innovation entwickelt, bei der sie jetzt Antennen anbieten, die VLANs und normale LANs gleichzeitig verarbeiten können. Es gibt auch Antennen, die 4G und VLANs verarbeiten können. Dank dieser Funktion könnt ihr bei Bodeninstallationen eine SIM-Karte einlegen, sodass kein kabelgebundener oder Wi-Fi-Internetzugang mehr erforderlich ist. Wenn ihr also den Wechselrichter für eine Bodeninstallation einrichtet, könnt ihr einfach eine SIM-Karte einlegen, anstatt einen kabelgebundenen oder Wi-Fi-Internetzugang zu benötigen, und das System ist sofort betriebsbereit. Nach dem erfolgreichen Anschluss des Wechselrichters an das Internet wird im nächsten Schritt eine eigene Website für ihn eingerichtet und der Benutzer mit dieser Website verknüpft. Dieser gesamte Prozess kann bequem direkt in der Anwendungsoberfläche ausgeführt werden. Wenn ihr euch also bei unserem Überwachungssystem anmeldet und auf eure Nutzungsdetails zugreift, seht ihr oben links eine Registerkarte Überwachung. Klickt auf die drei Punkte und ihr findet eine Option namens Endbenutzer hinzufügen. Hier könnt ihr die E-Mail-Adresse des Kunden eingeben und ein Passwort für ihn festlegen. Lasst uns prüfen, wie die E-Mail-Adresse des Benutzers für diesen speziellen Standort lautet. Sobald ihr die Benutzerdaten eingegeben habt, müsst ihr auch die Größe der Website, die Zeitzone und den Standort angeben. Diese Angaben macht ihr genauso wie bei den Überwachungssystemen anderer Hersteller. Unten unter Gerät hinzufügen wird der Wechselrichter durch Scannen des QR-Codes mit der Website verbunden und es wird eine E-Mail an den Endnutzer gesendet, die ihn darüber informiert, dass er auf der Website registriert wurde. Und von nun an kann sich der Kunde anmelden. Ihr habt ihm eine E-Mail-Adresse und ein Passwort gegeben und ihr müsst ihm sagen, dass er sich bei der Überwachung anmelden kann und sein System sehen kann. Und ihr könnt alle Systeme sehen, die ihr installiert habt. Ich würde sagen, dass dies die grundlegenden Schritte für die Ersteinrichtung sind. Wenn ihr jedoch weitere Einstellungen erforscht oder ihr nach euren Wünschen anpassen möchtet, habt ihr auch diese Möglichkeit. Im Benutzerhandbuch findet ihr eine Vielzahl von Informationen, die sehr hilfreich sein können, insbesondere wenn ihr ein System zum ersten Mal einrichtet. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Wir helfen euch gerne, wenn ihr irgendwo stecken bleibt.